bei den Maßnahmen setzt man an drei möglichen Punkten an. Das eine, ich schütze den Außenraum vor Hitze, Stichwort Begrünungen. Das zweite ist der Innenraum natürlich. Wie kann ich den schützen? Das beginnt wirklich bei bestimmten Fragen der Bautechnik, endet aber auch am Verhalten der Einzelnen, die in diesen Wohnungen sitzen. Stichwort offene Fenster zwischen 12 und 14 Uhr bringt kein Lüftchen in die Wohnung, sondern nur Hitze, die sich dann enorm schwer wieder abbaut. Und der dritte Punkt, an dem man ansetzt, ist der eigene Gesundheitszustand. Das heißt, man versucht den Widerstand des Einzelnen aufzubauen. Das geht halt über Ernährung, wie ziehe ich mich an, wie ist mein Trinkverhalten, bis hin, wie ist auch mein Gesundheitszustand und mein Fitnesszustand. Wenn man sich das Wissen anschaut, jetzt beispielsweise bei Hitze in der Bevölkerung, so haben wir selber nachgewiesen, dass da einiges wirklich im Argen liegt. Also das Erste ist wirklich, dass man erstens einmal sagt, Hitze ist kein Spaß. Das kann tödlich sein, wenn du dich unklug verhaltest. Und dann kann man natürlich die ganze Palette, und da gibt es schon sehr, sehr viel Infomaterial, sehr gut eigentlich vermitteln. Und das geht eigentlich mit wenigen Worten. Also unserer Ansicht nach gibt es ein paar Dinge, die man machen kann und du hast definitiv, was das Verhalten anlangt, einen riesigen Vorteil. Ja, das eine ist natürlich, bitte trinken Sie mehr als üblicherweise. Das zweite ist, kühlen Sie sich ab, zum Beispiel mit so einer Sprühflasche. Das dritte ist, dass Sie eben gerade Ihren Innenraum schützen, dass Sie ja nicht einfach immer zu einer ungünstigen Zeit die Fenster offen lassen. Und der vierte Punkt ist aus meiner Sicht sehr, sehr wesentlich, nämlich, dass man auch auf die Personen schaut, die sich nicht mehr helfen kann, diese Nachbarschaftshilfe. Ganz ehrlich, das kann jeder, jede von uns machen. Und wenn man alleine diese drei Punkte berücksichtigt und beherzigt, dann hat man definitiv einen höheren Schutz, eben nicht an den Folgen von einer Hitzewelle zu erliegen.